Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Helena Tucci sollen wir jetzt suchen, nachdem wir in der letzten Episode diesem Typen da entkommen sind. Da vorne den, da sieht man noch einen in Rot, dem bin ich jetzt entkommen. Leider, liebe Freunde, konnte ich das nicht mit aufnehmen, meine komplette Abhauaktion, weil jetzt kommt's, mir hat den Speicherstand zerschossen und ich musste bis hierhin alles nochmal neu spielen. Da freut sich das Let's Player Herz. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es hat ein Gutes, denn ich habe viel gelernt, was ich vielleicht auch vorher übersehen hatte. Ich habe sehr viel gelernt, was wir jetzt hier anwenden können in Watch Dogs. Und ich kann euch versprechen, ich werde keine super Gameplays liefern, weil ich bin immer noch ein stinknormaler Standardspieler. Aber ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel hier Sehenswürdigkeiten. Oh, der Lippenstiftmörder-Tatort. Haben wir den ersten Dings jetzt freigeschaltet. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen anders geskillt. Muss ich ganz kurz mal erwähnen und euch zeigen. Und ich habe ein paar Tonoptimierungen getroffen, ihr hört es vielleicht auch. Es ist zwar immer noch nicht das best synchronisierteste Spiel, aber ich denke, jetzt kann man ein bisschen mehr hören, weil damals war die Musik super laut, obwohl ich die schon runtergedreht habe. Jetzt die Musik ein bisschen leiser und die Sprachen habe ich so laut, wie es geht. Das ist leider alles nicht so super optimiert. Ja, und hier habe ich noch Brücken geholt. Das bedeutet, ihr seht es unten im Video, ich kann jetzt Brücken hochfahren und runterfahren in den Skillpunkten. Und hier habe ich noch die Pöller geholt. Haben nämlich viele in die Kommentare geschrieben, soll ich auf jeden Fall nehmen. Und dann dachte ich mir, gut, dann übernimmst du das mal. Ein bisschen was hier. Hier Kampf haben wir auch am Start. Pistolenexperte. Jetzt habe ich manche Sachen nicht, die ich vorher hatte und dafür aber andere Sachen. Ist jetzt halt ein bisschen verändert, weil ich das nochmal alles neu zocken musste. Aber das Let's Play war es mir wert. So, das Auto öffnen, können wir den Autoalarm mal abschalten. Das ist eigentlich ganz gut. Und die Fahrenskills dürfen wir nicht unterschätzen. Das sollte man auch ein bisschen verringern. Die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Und so weiter. Da sollte man auch mal gucken. Verbessert das Fahrverhalten abseits der Straßen. Das ist natürlich auch nicht ohne unbedingt. Kampf haben wir noch nicht so viel geskillt. Wie gesagt, hier konnte ich noch was, aber ich heb mir den einen Skillpunkt auf. Wir machen jetzt mal weiter. Und wir hatten ja in der letzten Folge richtig gute Action am Start wieder. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert, jetzt auch die Situation ein bisschen schleichiger zu lösen. Geht auch allerdings nur bis zum bestimmten Grade. Wenn man auflegt, landet man eigentlich unweigerlich in einem krassen Gefecht. So, hier den Wagen kann ich mal schnell übernehmen. Haben wir nämlich dann auch ein neues Fahrzeug verfügbar. Die können wir uns dann immer direkt liefern lassen. Guck mal, können wir den direkt auch mal... Obwohl, das ist doch derselbe, oder? Nee, fast nur, oder? Doch, das ist die gleiche Karre. Guck mal, da vorne, den können wir auch mal schnell freischalten. Lohnt sich. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen gehackt und so. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen was rausgefunden zum Spiel. Jetzt hier ab Folge 8 gibt es dann dafür. Habe ich mir auch gedacht, komm, egal. Machst du nochmal neu. Hast ein bisschen was dazugelernt. Macht ja auch Laune. Ich habe ein paar technische Optimierungen noch getroffen. Die haben einen Patch veröffentlicht, weil ich hatte ja die erste Session ziemlich lang gemacht. Nein, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei einer neuen Runde von Watch Dogs. Schön, dass es sich auch lohnt, dass überhaupt noch Leute mitschauen hier. Ich muss ja sagen, das Spiel zockt ja auch jeder. Es gibt ja so viele Let's Plays von Watch Dogs. Und ich biete, weiß Gott, nicht das beste Gameplay. Umso mehr freue ich mich, wenn ihr dann fleißig trotzdem bei mir einschaltet, um mit mir hier diese Welt zu erleben. Natürlich auch gerne bei anderen. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich finde das eigentlich sogar cool. Denn gerade bei Watch Dogs ist ja auch so ein Spiel, es lebt ja nicht, jeder spielt es ein bisschen anders und es lebt eigentlich auch davon, ja, Sachen anders zu lösen. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich auch noch halbwegs rausgefunden habe, aber das mache ich ein andermal, wenn wir zum Beispiel wieder zu Hause sind, dass wir diese CTOS-Türme da cracken können. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt ein andermal. Ich fokussiere jetzt erstmal die Hauptgeschichte, um hier so einen gewissen Storyflow auch zu bieten. Habe jetzt nicht direkt mit dem Storyflow angefangen, weil ich ja hier, wie gesagt, noch ein paar kleinere Ankündigungen machen musste, wie ihr gesehen habt. So, jetzt wollen wir ein bisschen Gas drin geben hier. Tucci, das ist doch die Nichte von dem einen Harry. Ruckeln tut es immer noch ein bisschen, ich kann euch nicht sagen, wieso. Ich habe echt alles ausprobiert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegt, dass ich ja, hier in den USA spiele und er hat mich die ganze Zeit versucht, mit deutschen Servern zu connecten, weil über das Online-Game kann ich auch theoretisch direkt mit Spielern einsteigen. Und da ich eine deutsche Version ja habe, klarerweise, damit hier auch alle mitspielen und verstehen können, gibt er mir wahrscheinlich so die Daten aus. Aber dann übernehme ich ja natürlich keine Gewähr für, aber ich könnte es mir vorstellen.
So, da vorne wäre das nächste Ziel. Komm, wir hacken mal zum Spaß die Ampel hier. Pam! Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, was passiert eigentlich. Und da war schon ein kleiner Unfall, jetzt nur im Augenwinkel gesehen. Habe ich aber schon geilen Scheiß. Kann man damit machen. Habe ich alles ein bisschen mehr ausprobiert jetzt. Auch die Pöller. Und noch so ein paar andere Sachen. So, springen wir aus dem Massaker, dem Mustang-Verschnitt. Und jetzt ab hier. Für die nächste Mission. Akt 1. Sand im Getriebe. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Der Onkel ist die Spur. Und wir probieren natürlich irgendwie über Helenas Handy wahrscheinlich Angelo Tucci zu finden. So heißt nämlich der gute Mann. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Und da sehen wir wieder auch eine interessante Diskussion, vielleicht für die Kommentare. Wenn man zu viel Preis gibt auf Facebook und Co., finde ich viele Leute direkt. Natürlich denkt man, man hat nichts zu verbergen. Aber wie man hier ja in Watch Dogs sieht, kann Überwachung und Technik auch dazu führen, dass diese ja nicht unbedingt perfekt angewendet wird. Nicht unbedingt alles zu unserem Gunsten, das muss man auch mal sagen. Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DadSec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Ja, die ändern ja so ein bisschen an WikiLeaks und dann echt eine interessante Diskussion, auch für WikiLeaks. Ist es okay, wenn man solche Daten wie die NSA-Daten, vielleicht Daten, die wirklich die Menschheit betreffen, aber trotzdem eigentlich top secret sind, wenn man die veröffentlicht? Das wäre zum Beispiel DedSec, die alle Daten auflegen wollen. Und sollte man zu viel von sich preisgeben? Und ich wollte unbedingt einfach mal dieses Schaukelpferd hacken. Guck mal, wie die Leute sich freuen, wenn man das Schaukelpferd hackt. Zumindest der Klempner. Das Zeug hat alles verstopft. Anscheinend ist das System auf Sperma nicht ausgelegt. Das ist... Wem sagst du das? Glaub mir, ich war noch nie so glücklich, dass ich nicht Klempner geworden bin. Wenn mir mein Job mal wieder zu viel wird, erinnere mich bitte an den armen Kerl und seine Spermarohre. Also muss ich ja sagen, die Dialoge sind schon cool. Oh, das war der Tyrone Copeland, der betreibt Bodypainting, aber will seiner Schwester offensichtlich nicht helfen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, jetzt müsste hier doch irgendwo die gute Dame sein. Wo ist sie denn? Da ist sie doch. Okay, Helena. Nun zu dir. Einmal hacken, bitte. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Ja. Onkel Andy. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Danke, Helena. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Da ist er, der Angelo. Liebe Grüße an alle Angelos an dieser Angelo Stelle. Angelo Tucci.
Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Es sind ganz schön viele Leute in die Sache verstrickt, muss ich ja mal sagen. Kontowert 120, ich habe schon ein paar Konten gehackt, wieder auch. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Wer da nicht alles involviert ist, also die Geschichte wird immer verstrickter. Zwar eine typische Rachegeschichte, aber langsam aber sicher nimmt das gute Stück doch Fahrt auf. Mal gespannt, wo das noch hinführt. Komm, nehmen wir nochmal eben die Schrottmühle hier. Aber erstmal markiere ich mir den Weg zum guten Angelo, der ja markiert ist, oder? Guck mal, Ziel? So komisch müssen wir da irgendwie rumfahren. Ja, probieren wir das mal aus. Einmal zurücksetzen. Der gibt mir auch keinen Geisterfahrerweg. Vielleicht kriegen wir da noch eine Abkürzung hin. Ja, unser schönes Massaker sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Alles mit den Pöllern finde ich cool, mit den Ampeln auch. Komm, grün. Genau, fahrt ihr mal schön. Komm, mach einmal Platz, zack. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich fahre jetzt mal den direkten Weg darüber. Zum Angelo. Mal ein paar Pöller mit. Performance-technisch ist es immer noch nicht ganz optimal. Ich kann, wie gesagt, ich kann so auf niedrigsten Einstellungen spielen und es ändert sich nichts. Das heißt, hier muss nachgepatcht werden. Und das ist manchmal ein bisschen schade, finde ich persönlich, weil dem Spiel hätten so ein paar Monate einfach noch gut getan. Und dann dürft ihr auch nicht immer meckern oder ich auch, ich schließe mich da ein, weil ich sage, oh, noch ein halbes Jahr dauert das Spiel, scheiße, ich habe mich so gefreut. Haben sie schon wieder verschoben. Aber eigentlich tut das dem Spiel im Normalfall nur gut. So, und da ist der Angelo, den müssen wir ausschalten. Das wird bestimmt lustig. Komm schon, irgendwie muss ich dich hacken können. Ich hätte mir vielleicht eine bessere Karre holen sollen. Pierce, kannst du kurz? Lass hören. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Gut, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesenärger auf dich zu. Super. Das war nicht Angelo und Angelo hat Freunde. Die irgendwo hängen bleiben, aber noch nicht so wichtig. Mach Platz hier, ich muss vorbei. Angelo, ich komm dich holen, du gleich da, was auch immer. Was der Angelo ist. Ich will ja keine Kraft ausdrücken. Er hat auf jeden Fall Zähne wie so ein alter Pfandgaul, so ein alter Postgaul. Hab ich gesehen, Angelo. Angelo Tucci. Und seine Nichte ist nicht unbedingt die cleverste. Bams. Schön. Angelo, da bist du ja. Hä? Tut mir aber leid. Töten Sie Angelos Verbündete oder fliehen Sie. Und wisst ihr was? Heute räume ich auf. Es ist Zeit zum Aufräumen. Denn ich habe auch ein bisschen hier Bullet Time und sowas gecheckt. Guck mal hier, was ich habe für die. Und Action. Nummer 1. Nummer 2. Penner, seid dran. Einmal nachladen, bitte. Oh, da sind wir weg in die Ecke. Ist aber netter. Komm hoch, ich warte auf den. Oder ich nehme den hoch. Ein bisschen aufpassen. Ah, lieber einmal aushauen kurz. Ich hoffe, nur die Karre hält das durch. Wenn die Karre in die Luft geht, haben wir echt ein Problem. Das sind noch ein paar viele. Einen nach dem anderen. Am besten mal rechts oder links vorarbeiten, dann haben wir nicht gleich. Das kann zum Problem werden. Nummer 1 ist platt. Nächster. Nummer 2. Und jetzt kommt ihr mal hoch, schön, Jungs. Hm? Auf dich warte ich. Genau auf dich habe ich gewartet. Patsch! Bloß der hat das überlebt, doch immer. Hast du da eine Headshot? Okay, einmal noch in Deckung gehen. Sicher, sicher. Nach vorne ist ja schon wieder jemand. Ich habe leider keine Special-Sachen im Moment dabei. Ich muss dringend mal wieder hier. Kann ich doch kann hier eine Splittergranate. Moment. Habe ich da jetzt mal eine Idee? Bams! Und die Jungs haben auch weggemäht. Zumindest ein, zwei davon. Waffe können wir jetzt nehmen. Haben wir noch eine neue Waffe freigeschaltet. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. Penner, oder? Zack. Nächster bitte. Heute flüchte ich nicht. Heute seid ihr dran. Ich kann ihn nicht dadurch dieses Ding. Es sind doch noch irgendwelche. Na also. Papa, der Seemann. Action Satisfaction. Adios, amigo. Bedrohung ausgeschaltet.
und Angelos Verbündete wären, würde ich mal behaupten, Geschichte. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis, um ein Wörtchen mit diesem Zeug zu nehmen. Sand im Getriebe. Abgeschlossen, liebe Freunde. Das lief doch super. Man sieht wahrscheinlich schon ein wenig. Ich habe ein bisschen Übung jetzt. Boah, den Bar müssen wir auf jeden Fall freischalten. Einmal schnell ausschalten. Aussteigen. Ausschalten. Von wem? Bin ich schon voll am Ausschalten. Hier, da kann ich aussteigen, der Bursche. Na, fährst du halt mit. Wir sind jetzt ausgestiegen. Sitzt jetzt immer noch im Auto. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich wirst du bald verhaftet, aber ich markiere mir erstmal das Ziel zum Gefängnis. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall finde. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsch dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Das Handy in den Knast geschmuggelt. Und glücklicherweise sind das natürlich alles Hightech-Gefängnisse, die uns hier erwarten. Da freut man sich doch, wenn man mal Knast geht und ein Handy hat und alles hacken kann. Und wieder taucht das Problem unserer heutigen Diskussion auf. Ist zu viel Technik nicht auch eine Gefahr? Das ist echt interessant, also auch wenn man zu viel in seinem Social Network preisgibt, ob man zu viel Technik vielleicht auch zu Hause hat und die sich reingehackt werden kann, auch Google Glass und so. Wenn man dann rumläuft und theoretisch kann jeder auf dein Gesicht zugreifen, wenn er das hacken würde. Ist das nicht irgendwie auch problematisch? Die ganzen Sicherheitskameras, die überall hängen heutzutage. In Deutschland geht's ja noch. Aber geht mal durch London, geht mal durch Taiwan und sowas, wo viel, viel überwacht wird. Naja, und an dieser Stelle will ich mich verabschieden. Für diese Folge ein bisschen kürzer als die letzte Episode, aber dafür mit viel Action und viel Inhalt. Und darum geht's ja hier bei Let's Play Watch Dogs, liebe Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Das wird eine interessante Diskussion, liebe Freunde. Das Recht im Internet, ist Internet vielleicht auch eine Gefahr und vielleicht ist zu viel Technik auch eine mögliche Überwachungsproblematik? Das ist die Frage jetzt hier an euch. Bitte macht doch mal bei der Diskussion mit. Würde mich freuen, eure Kommentare dazu lesen, auch von den USA aus. Ich wünsche euch einen super Tag. Bis dahin.